Das Impfgeschehen verläuft geradezu langsam, also nicht ideal. Das findet Nadine Sayer. Sie ist die Landesvorsitzende der Jungliberalen in Niedersachsen und fordert die Einführung des spanischen Modells in Deutschland. Guten Tag, Frau Sayer. Guten Tag. Was genau ist denn das spanische Modell überhaupt? Das spanische Modell beschreibt eine Art und Weise der Impfeinladung an die Menschen, in denen der Staat proaktiv auf die Menschen zugeht und ihnen konkrete, aber unverbindliche Impftermine anbietet. Wieso braucht es denn ein anderes Impfverfahren als das, das wir gerade in Deutschland haben? Wir sehen, dass die Impfquote in Deutschland einfach viel zu niedrig ist und das auch im europäischen Vergleich. Und ich bin mir sicher und wir sind davon überzeugt, dass das nicht nur damit zu tun hat, dass es Menschen gibt, die sich grundsätzlich verweigern, eine Impfung anzunehmen, sondern dass es da auch Hürden gibt, die man abbauen muss. Hürden, dass man zum Beispiel mit dem Internet nicht umgehen kann, dass es bürokratische Hürden gibt und dass es vielleicht auch einfach Menschen gibt, die sich selber nicht darum kümmern, sodass der Staat proaktiv auf diese Menschen zugehen kann und ihnen einen Termin anbieten kann. Und wenn dieser schon da ist, kann dieser angenommen oder abgelehnt werden. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dieser angenommen wird, ist dann vielleicht doch höher, als man glaubt. Wie werden diese Einladungen denn versendet, verschickt, verteilt? Dafür bräuchten wir eine digitale Infrastruktur, das ist klar. Wir können damit nicht noch mehr Bürokratie und noch mehr Papier auslösen, sondern da muss es eine digitale Infrastruktur dafür geben, um diese Einladungen zu versenden. Risikogruppen wie wohnungslose Menschen oder SeniorInnen haben aber oft gar keinen Zugang zum Internet oder ein Smartphone. Wie kann das geregelt werden? Es kann geregelt werden, indem man es zum Beispiel so macht, wie Spanien es auch macht, indem man ihnen eine SMS zuschickt oder diese Person anruft. Genau. Gäbe es denn Konsequenzen, wenn man diesen Impfladungen nicht nachkommt? Nein, auf keinen Fall. Diese Impfladungen sind unverbindlich. Das heißt, man kann diese trotzdem absagen, sodass es da keine Konsequenzen geben würde. Und für welche Gruppen wäre dieses spanische Modell besonders wirksam? Besonders wirksam ist dieses Modell natürlich für bisher Ungeimpfte und auch für Risikogruppen. Das heißt, diese Personen sind diejenigen, die man vordergründig mit dem spanischen Modell ansprechen müsste. Wieso fordern Sie denn Impfladung nach dem spanischen Modell und nicht direkt eine Impfpflicht in Deutschland? Da muss ich ganz offen sein. Wir haben uns bei uns im Verband noch nicht abschließend positionieren können und haben das auch nicht gemacht. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es gerade aus einer liberalen Sicht eine unfassbar schwierige Frage ist, weil es für beide Seiten sehr gute Argumente gibt. Und ich bin der Überzeugung, dass es sehr richtig ist, dass die Jungliberalen und die FDP es sich hier nicht so leicht machen, sondern die Debatte erstmal selbstbewusst und offen führen wollen. Dann danke ich Ihnen, Frau Sayer, für die Information. Sehr gerne.